Hi meine Freunde, willkommen zu Assassin's Creed Black Flag. Wie ihr sehen könnt, ich habe mich schon mal zum Aufzug bewegt und ich habe noch ein paar andere Sachen gehackt und ein paar Haftnotizen gefunden. Und da wollte ich euch mal kurz hier zeigen, hier Subjekt 17, da habe ich noch so ein Memo, zwei Stück, dass ihr Bescheid wisst. Und Subjekt 0 habe ich ein Memo gefunden, Audiodatei 4, da gibt es wahrscheinlich auch noch was. Und einmal große Köpfe der Geschichte, Auftrag 2. Und da steht auch immer noch so ein Text drunter, weil wie ihr wisst, das ist, wer das vielleicht ist. Der war in Assassin's Creed Brotherhood Papst geworden und in Teil 2 natürlich auch sehr wichtig. Und Notizen, wie man sehen kann, ich habe hier noch ein paar Stück. Wollte ich nur mal gesagt haben und gezeigt haben. So, dann gehen wir mal in den Aufzug und bringen unsere Dateien weg. So, dann fahren wir in die Lobby. Und dann können wir auch gleich wieder in den Animus. Weil mehr als ich jetzt gefunden habe, kann ich nicht hacken. Halte ich nicht lange durch. Weißt So, du, wo sollen wir denn dieser Job hin? ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Griff Dahin? ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Nee. Nein. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Ist demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Ja, sehr toll. Rebecca und Sean. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Die haben sich hier eingeschmuggelt. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Ja, danke. Da haben sich Rebecca und Sean hier eingeschmuggelt. So, damit ihr das, was ich jetzt noch gefunden habe, lesen könnt. So, was sagt denn unser iPad, können wir hier noch irgendwas machen? Aber wir könnten mal kurz hier noch durch die Lobby gucken, wenn wir schon noch mal hier sind. Wir haben zwar Fortschritte gemacht, aber es ist nicht. Aber leider können wir nicht schneller laufen. Ah, da geht die Rebecca. Können wir die noch kurz aufhalten? Wir dürfen nicht raus? Ah, blöd. Aber wie ihr gerade gesehen habt, da stand eine 3 drauf und wir können nichts, also wir können da nicht durch. Und das gleiche war auch bei der 2, weil ich dachte, ich kann jetzt überall rein. Aber nee, ist nicht. Ist da eine Notiz beim Schauen? Ist die wichtig? Nennen Sie zum Beispiel das Schwarzpulver. Nee. Nee, ist nicht wichtig. Aber kann man mit ihm reden? Es sind nicht 30 Grad in dem einen Flügel und 5 im anderen. Nee. Aufzüge funktionieren. Interaktion gibt es hier nicht. Ah, da, Tür 3. Okay, dann scheint hier wohl doch nichts mehr zu sein. Da drüben ist auch. Was ist da? Eine 2, okay. Wir bekommen wahrscheinlich erst später von dem John von der IT mehr Zugänge. Doch, ein bisschen schneller gehen wir, ne? Aber nicht spürbar. Ja, gehen wir noch mal hoch. Ja, da war noch ein Gang. Vielleicht können wir da ja her. Ich weiß nicht, welche Freigabe es da gibt. Aber ich finde die Ansicht, wenn man hier hochfährt, schon sehr schön, wenn wir sie jetzt sehen dürfen. Außer wir kommen direkt oben an. Ja, wir kommen direkt oben an. Schade. Gehen wir mal hierher. Mal sehen, ob wir nicht hier auch noch rein dürfen. Haben wir hier? Ja, Toiletten, da gibt es nie was Wichtiges. Sind wir da unten? Ah, Tür 2, okay. Nee, okay, dann gehen wir da nicht her. Hätte ja sein können.
wir wollen ja nichts verpassen, ne? So, dann fahren wir jetzt mal schnell wieder runter. Wir wollen ja wieder in den Animus. Wir haben noch ein paar Sachen vor. Harpunen. Habe ich ja gesagt, wollte ich noch mal gucken, ob wir da was machen können. Habe ich ja auch schon gesehen. Und mal sehen, wie die Story weitergeht. Da können wir leider nichts sehen. Ich guck ja gerne Landschaft, also in die Landschaft. Assistance au niveau 2, Projet Echantillon 17. Support in die zweite Etage Sample 17 Projekt. Ah, ich hatte auch mal geguckt in meinen Daten. Ich habe Briefe oder Nachrichten bekommen von ein paar Leuten. Ah, hier, da. Hier ist unser. So, dann würde ich aber sagen, dann gehen wir mal wieder rein. Wenn wir gerade nichts anderes mehr tun können. Aber es gibt zwei Arten von Hacking. Einmal das mit dieser Weltkugel und einmal so ein Schieberegler. Da sind so Laser, da muss man durch. Oi. Wo willst du hin, zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit deinen Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! 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 Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Jo, lass es mich wissen. Sag mal, ja, komm, wir folgen direkt mal Kit. Weil ich glaube, das ist nicht gerade unwichtig. Oh, er läuft. Er läuft. Oder soll ich sagen, sie? Ach, wir können auch noch den Aussichtspunkt holen. Das machen wir aber gleich, wenn wir wieder zurückkommen. Ja, ich komme, ich komme. Wo bist du? Da, ja, ja. Ah, ich dachte, ich treffe den. Oh, hier ist... Waren wir hier schon? Ja, ich weiß nicht. Ah, Maya-Stele. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen. Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Ja. Kit hat mehr Geheimnisse. Konzentriere dich auf all als wir dachten, ne? Sehe durch Schall und Schall. So, dann gehen wir mal da hoch. Tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art
Schimmer. Einen Schimmer. Du verstehst mich? Ich denke ja. Ich habe es bereits gesehen. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. So, das haben wir ja schon mal gemacht. Ja, ist ja nichts Neues. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig. Moment, ja. Geräusche sehen und Formen hören. Welche Kombination? Ja, oh, gut. Manchmal ist das mit der Drehung nicht ganz einfach. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Ja, manchmal kann man was andere nicht können. Oder was andere erst erlernen müssen. Bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Ah, okay. Wir sehen hier. Ah, okay. Hier haben wir schon. Da haben wir schon ein paar. Was ist denn da? Meilenstein mitnehmen. Da sind wir doch, glaube ich. Oh, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mit dem 12. Weil hier sind 2. Ah, hier sind auch noch 2. Okay, dann habe ich vielleicht 12 noch. Okay. Ich habe hier noch etwas. Noch mehr? Ich glaube, dieses Geheimnis liegt hier schon eher. Kid, du bist ja. Das ist der Stoff. Genial. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Ja, du wirst es mir zeigen. Oh, cool. Da wären wir. Oh. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Oh. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du, erwartet uns hier? Hier sind Truhen. Können wir die nicht öffnen? Ich würde gerne hier eine Truhe öffnen. Wo geht's denn hier hin? Und auch woanders hin. Wir kamen ja von da. Egal, ich komme mit. So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer 1. Fehlen noch 4. Ei. Es mag sein, dass diese 4 Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese 4 Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Du hast ja recht, Kid. Was haben wir hier? Templerjagd, Mittel. Templer, Mittel, achso, Gewinnmittel, okay. Mittel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber warum sind hier so Flecken? Achso, das sind die Orte, die wir schon kennen, oder was? Okay. Aber diesmal haben wir hier eine Truhe, die wir öffnen können. So, dann gucken wir uns noch mal kurz hier die Rüstung an. Aber die Rüstung und Kleidung, Templerrüstung, beenden Sie die Templerjagen, um die Schlüssel zu erhalten. Denen die Templerrüstung freischalten, ja. Oh, 30.000 haben wir. Oh, schön. Hier ist nichts in der Truhe, ne. So, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ich will hier raus. Ne, da nicht.
Ah, man soll auch in die richtige Richtung gehen. Kit treffen. Ja, machen wir gleich. Ich will erstmal den Aussichtspunkt haben. Wo ist er? Uno 8 da oben. Da wäre ich ja fast hier runtergesprungen. Da hoch will ich. Wie komme ich da hoch? Ah, okay, da führt eine Treppe hin. Warum einfach, wenn es auch schwer geht immer, ne? So, synchronisiere, mein Freund. Jo, sieht nicht schlecht aus. Mit so einem kleinen Häuschen. Eine schöne Bucht. Ah, sehr schön. Ich finde das immer geil, diese Adlergeräusche. So, dann gehen wir aber erstmal in die Bucht rein und kaufen uns ein paar Upgrades. Schnellreise freigeschaltet. Ah, genau. Wenn wir synchronisieren, haben wir eine Schnellreise. Da haben wir jetzt eine eigene schöne Bucht. Sehr cool. Nee, nichts los hier. Okay, dann haben wir jetzt noch nichts. Dann würde ich aber sagen, dann gehen wir hier mal zu Kit. Das ist dann auch das Ende des Parts. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kit. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Mhm. Kit will uns treffen, die alte Bucht. Jetzt haben wir ein schönes neues Zuhause. Und da würde ich aber sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.